So, dann geht's weiter mit der nächsten Runde Flive. Ich bin jetzt leider 6 Level weiter, beziehungsweise wir haben jetzt in den Flive-Folgen 6 Level übersprungen. Ja, aber jetzt ein bisschen ein blöder Zufall, aber gut, es macht das nichts weiter, denke ich mal. Es waren jetzt nur Leveln. Und ja, die Folge will ich jetzt auf alle Fälle mal klicken. Es läuft gerade dieses World-Event, hier 10% Top-Rate und Pena und XP und alles. Ich würde mal sagen, nutzen wir es einfach mal zum Gicken. So, den haben wir letztens vergessen. Bringt denn nur 1000 Attack? Aha. So, dann Upcut. Upcut ist drin. Ups. Na, ja. Kann nicht schaden beim Gicken, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So, schauen wir mal. Okay, das Ding ist jetzt, keine Ahnung, wie viel Level unter uns. Sollte easy gehen und gar keine Probleme geben eigentlich, aber ja. Und jetzt gingen gerade die Party-Skills aus. Nice. Das ist natürlich gleich. Fang an zu kicken und die Party-Skills gehen aus. Das ist. Das ist einfach typisch. Warte mal, sehe ich die bloß nicht? Naja, bringen wir es denn nicht auch aus. Ups. Aber gut, ich meine, das Ding ist eh dauerhaft gestunt. Das ist eigentlich schon wieder sowas, wo du dann Flive einfach aufkeilen kannst, du keine Ahnung. Ja. Also, weil die Band bringt nichts, wenn wir keine Partys zusammen. Das ist schon wieder so nervig. Ich meine, ja. By the way, letztens hat Erik, glaube ich, was drunter geschrieben. Hier so um die Zahl und so, keine Ahnung. Hast du ja Partys und Party-Skills. Okay, wir hatten jetzt mal eine Party, die sogar voll ist und so. Auf den Party-Skills... indirekt. Eine Party mit 7 Vierteln halt, ja. Ansonsten... schaut's ihr schlecht aus. Lol. What the fuck? Wo ist der Gag? War der down? No way. Leute, ist der Gig gerade weggeportet? Als ob. Ich hab gerade kurz woanders hingeschaut. Hey, what the fuck, wo ist der Gig hin? Was sind das für komische Geräusche im Hintergrund? Lol. Kommt's aus Flive? Lol. Von diesem Mini-Glockbox kommt das? Okay. Sehr komische Geräusche. Echt sehr komische Geräusche. Wir wollen mich verarschen. Wieso macht ihr so komische Geräusche? Okay. Ich hoffe, dass mein P jetzt nicht zu laut. Vielleicht fällt es auch gar nicht auf, kann auch sein, aber. Gehen wir zum nächsten Gig. Aus welchem Grund auch immer der Gig jetzt gerade einfach weg war oder despawned ist oder keine Ahnung. 2, 4, 6, 8, okay, sind wir noch voll. Also ich meine, gestorben ist er nicht, weil sonst hat er irgendwas getroppt. Und ich glaube, der war von der P her auch nicht so weit runter. Also. Ich meine, ihr könnt einfach mal schnell eine Sekunde zurückspulen und so und mal schauen, aber jetzt gerade so mal P nachschauen. Ist schwer, beziehungsweise geht nicht. Aber das ist Geräusch gemacht, ja. Ich frage mich gerade, wieso auf einem anderen Charakter hier 10%iges World Event ist und auf dem anderen irgendwie 20%. Weil da Ringmaster ist? Oder so? Naja, keine Ahnung. Element Cardbox. Da ist die Gig, okay. Einfach mal hoffen, dass der jetzt nicht wieder despawnt. Wäre ziemlich schon ein bisschen nervig. Oha, 10k Damage machen wir dem. Warum machen wir jetzt den 10k Damage und dem anderen irgendwie... wie lange gemacht? 5k oder so? Strange. So, brauchen wir einen Schlüssel.
Naja, also ich will es einfach mal ein Hissnackel und mehr will ich eigentlich gar nicht. Mal kurz schauen, dass wir mal die Party offen lassen. So. Jemand lag kein GT, das heißt, du nutzt wieder 90% weniger Attack Speed. Aber. Naja. Geht halt jetzt nicht anders, brauchen wir jetzt halt leider so, weil sonst haben wir keine Party-Skills und das ist noch blöder, also. Lieber 90% weniger Attack Speed als hier ohne Link und Party-Skills und Co., dann, weil das ist auch blöd. Gibt's vielleicht schon andere Partys, aber macht im Prinzip eh keinen Sinn eigentlich. Ne. Aber so schaut's mir immer aus. Also wie gesagt, das ist halt. Zum Löffeln, naja, okay, aber also wirklich Party, naja. Würde ich es jetzt nicht nennen, also ohne Skills, das ist eigentlich ziemlich useless irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt komm, gib mir einen Hüstenackel und ich bin zufrieden. Hey, wieso droppen deine Gigs nix? Bin ich jetzt blöd oder? Gibt es ja wieder irgendwelche Mechanics, die ich nicht kenne? Die droppen einfach überhaupt nichts. Ah. Das ist dann nämlich ehrlich gesagt aufregend. Wenn ich PS-Surfe immer so die Grundmechanics oder so die Basic-Dinger irgendwie wieder daran rumschrauben und du irgendwie dich erstmal stundenlang irgendwie Wikis reinlesen musst, um zu verstehen, wie du überhaupt irgendwie mal an Waffen kommst und so. Oder ist dann generell an Equipment. Ja, keine Ahnung. Kicken, Dungeons? Wüsste nicht, was es sonst für Möglichkeiten gäbe. Ich will einfach nur fucking Hisswaffen. Ja, ich kann es schlecht irgendwie eine halbe Stunde googeln oder so oder nach einem Wiki suchen, wenn es eins gibt. Dann kann man einfach in Astrium gehen und davon. Ich finde solche Sachen einfach mal irgendwie super, naja, demotivierend oder einfach. Ich finde es einfach scheiße, also. Keine Ahnung, kannst sagen, was du willst, aber super ist einfach scheiße. Weil sich einfach keiner auskennt. Und ich meine, wie viele Leute, zum Beispiel jetzt so in meinem Levelbereich, vor allem auf dem Midraid-Surfer, wollen einfach mal kicken gehen und sich hier ein Ding besorgen. Also, keine Ahnung, aber ich denke mal, ziemlich viele werden es sein. Und ich denke mal, ziemlich wenige werden einfach nachschauen, wo man jetzt die Sachen droppen kann. Zumindest halt diese, ja, wie soll man sagen. Die Hau- oder die Grundsachen, also wie gesagt, halt die Grundequipment-Dinger, müssen jetzt keine Ulti-Waffen sein oder so, halt einfach so die Grunddinge, die man halt aus Flyfe seit 10 Jahren kennt oder so, die halt umzustellen, ist halt einfach scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht war ein Tropf viel unsichtbar oder so. Ich weiß es nicht. Aber Waffen und Sets waren an, also von dem her, keine Ahnung. So, wo ist eigentlich der Cash-Shop-Händler? Da ist er, okay. Genau. Stimmt, das ist ein neues flaches Start oder so. Kosten ganzen Dinge hier, mal generell mal durchschauen. Power-Ups. 300k gehen eigentlich. Für eine Stunde. Kaufen wir zwei. So, dann brauchen wir Asria. Müssen wir erstmal unseren PN aufmachen. Könnten wir jetzt auch unser Buff-Patrons verkaufen. Wie viel es wert ist. Das ist nice. Also, wenn du einmal so Sachen droppst und so, die es dann halt teuer verkaufen kannst, das ist schon nice. Aber, na gut. Ups. Minigames. Warte, wir haben noch diesen Coupon hier, oder? Oder war das auf dem anderen Surfer? Okay, es war auf dem anderen Surfer. Ich buff euch nicht. Bester Name. Wo ist Wacky? Da ist Wacky. Und auf alle Fälle schauen wir, dass wir das Astrid-Ticket ausnutzen, so gut es irgendwie geht. Und ja. Nein, ich. Trade. 300k. Oha, die Dinge sind sogar echt was wert eigentlich. Ich glaube, wir behalten es einfach und nutzen denen weiter.
Das können wir verkaufen. Ja, ich denke mal, das war es im Prinzip schon. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht mehr. Gehen dann ab in Channel 2. Warte mal, Ringmaster kann noch ein bisschen was verkaufen. Den ganzen Müll, den man sowieso nicht braucht. 700k, naja, von Waffen und so her gibt es eigentlich ganz gut Cash. 110er Waffen, 5,3 Millionen, okay. So langsam verstehe ich, wie man, wie sich die Asri-Tickets dann finanzieren. Das gibt uns schon Sinn. Aha, wir haben keine Party, oh man. Schauen wir mal als ernsthaft ohne Link leveln. Oh komm. Der Surfer, glaube ich, will mich nicht. Der will mich einfach nicht. Der hat einfach keinen Bock auf mich. Der denkt sich immer schon mal. Warum? Einfach nur warten. Warte, war nur zuletzt. Wir können nicht zum Mammuts gehen, glaube ich, oder? Wobei, 10 Level drüber. Ohne Link. Ja, vergiss das. Gehen wir lieber zu noch einen Dreiern und schauen wir, dass wir da die Monster halbwegs schnell killen und keine Ahnung. Aber was anderes würde wahrscheinlich keinen Sinn machen. Voting Token. Könnte mal schauen, ob es irgendwann mal oder irgendwas Sinnvolles gibt. Ich weiß nicht, wo die Amplis kommen. Wenn wir geben mehr oder? Da täusche ich mich. 6 Amplis? Ich denke, wir könnten den generell mal nutzen eigentlich. Naja. So, einmal, zweimal, dreimal. Ups, falscher Buff. So, das. Mal kurz healen. 5,5k Attack, dann bloß dem Fun. Das bringt immer ein Absolut. Ist eigentlich ein bisschen schade. Naja. Ein Schuranteil mehr wäre natürlich auch noch nice, da man zumindest ein HP braucht und so. Von den Oris her, ich glaube wir hatten das Ding hier mal auf plus 3. Gut, das bringt dann eigentlich doch ganz gut Attack. Ist jetzt kein Hiss oder LG Knuckle, aber naja. Halt zumindest ein bisschen mehr Damage. So. Genau, ob man set einfach mal auf plus 3 oder so. Einfach wegen der Hitrate. Weil ohne ist relativ schwierig da. Ja, jetzt fällt es die ganze Zeit. Bin gespannt, ob 20 Oris reichen. So. Zum Schaut irgendwas? Ja. Ziemlich interessante Schaut. Irgendwie so Paddy Styles. Wahrscheinlich angelehnt an, wie heißt YouTube-Channel? Padding Ho. Irgendwas? Irgendein Zahl dahinter oder so? Also halt Yakushi. Oder Yakushis Channel. Paddy Styles könnte natürlich auch was anderes heißen. Wahrscheinlich heißt es was anderes, aber. Keine Ahnung. Naja, die XP sind eigentlich ganz in Ordnung, zumindest. Gute 2% pro Mob, das geht eigentlich schon ganz gut. So. Und zumindest mal ein Set-Effekt, also, naja, 5% Hitrate zumindest. Ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest ein bisschen was. Ja, weil es nicht gerade die, sinnvollste oder die erfolgreichste oder die gewinnbringendste Folge ever, aber naja, hab's halt versucht und ging halt nicht anders. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFP.